Das habe ich tatsächlich 2009 mal gepinselt. Und jetzt kommt das Inside-Geheimnis. Dieses Bild hat ungefähr 8 Minuten gedauert, um es zu pinseln. Es ist super einfach. Und mein Team hat gesagt, es sieht nicht komplett hässlich aus und deswegen hängt es hier. Jeden Dienstag um 15 Uhr, erst ein Fahrstuhl. Jeden Dienstag Fraktionssitzung im Fraktionssitzungssaal der FDP im Reichstagsgebäude. Und freue ich mich mal drauf, alle Kollegen einmal in der Woche, in der Sitzungswoche wiederzusehen. So, liebe Kollegen, dann bitte ich euch, Platz zu nehmen. Gibt es da heute spezielle Themen? Ja, natürlich zurzeit, natürlich Ukraine, logischerweise. Wir haben aber diese Woche eine Menge Steuergesetze drauf aus dem Bundesfinanzministerium. Viele Steuerentlastungsvorschläge, die jetzt gesetzt werden. Steuerentlastungsgesetze, Erhöhung Arbeitnehmerpauschbetrag, Grundfreibetrag, Pendlerpauschale, alles rückwirkend zum 1. Januar diesen Jahres. Hat es, glaube ich, bisher noch nicht gegeben, das gesamte Entlastungspaket 37 Milliarden Euro. Das hat die GroKo in den letzten Jahren nicht geschafft. Ist natürlich der aktuellen Situation geschuldet, aber gleichwohl ein ganz wichtiges FDP-Vorhaben und eben auch Ampel-Vorhaben. Ich habe immer dafür gekämpft, dass wir Deutschland zu einem modernen Einwanderungsland machen müssen. Und zwar auch aus Gründen unseres Wohlstands. Wir sind eine älter werdende Gesellschaft und wir werden den Wohlstand nicht erhalten können, wenn wir nicht offen für Einwanderung sind in den Arbeitsmarkt. Ich will, dass wir es mit dieser Koalition schaffen, aus Deutschland wirklich ein modernes Einwanderungsland zu machen. Und das ist auch eines der großen Projekte im Koalitionsvertrag. Entbürokratisierung, Planungsbeschleunigung. Das klingt auch erstmal technisch, aber in Wahrheit geht es darum, wenn junge Unternehmer Lust haben, durchzustarten, dass sie es auch können und nicht komplett gegen einen bürokratischen Staat laufen. Also das sind so große Dinge, die noch vor uns liegen, die jetzt leider ein bisschen zurückgetreten sind wegen des furchtbaren Krieges in der Ukraine, aber die müssen kommen. Oh, jetzt muss ich eine Geschichte dazu erzählen. Dieser Tisch, den hat mir tatsächlich Hermann Otto Solms überlassen. Das stand vorher in seinem Büro, er ist ja Ehrenvorsitzender der Fraktion gewesen. Jetzt Ehrenvorsitzender der FDP. Und der Tisch kommt tatsächlich aus den 90ern, als er Fraktionsvorsitzender in Bonn wurde, der FDP. Und ich habe ihn jetzt geerbt. Deswegen sieht er so groß aus. Und ich mag den total gerne. Ich finde, es hat so eine James-Bond-Style-Atmosphäre irgendwie. Können wir denn auf dem Rückweg was zu essen holen? Halbe Portion habt ihr nicht, oder? Nee, nicht ist mehr. Alles gut, kein Problem. Ist das sehr lecker. Ertragbar? Ich, natürlich immer der schöne Satz, ich wäre nichts ohne meine Mitarbeiter. Es stimmt, ich wäre nichts ohne meine Mitarbeiter. Aber ich brauche die wirklich händeringend. Also ich bilde mir auch oftmals erst dann eine Meinung, wenn ich sie dreimal reflektiert habe. Das ist übrigens Lukas Köhler. Lukas, setz dich zu mir, jetzt bin alleine und Social Media stellt fest, dass ich keine Freunde habe. Ah, ich habe einen Freund. Das ist Lukas Köhler. Hi. Schön, dich zu sehen. Sehr schön. Hallo. FaceTime. Ludovico Einaudi. Charts. Sehr klassisch. Mit meiner Tochter Frozen. Und ich würde lieber in Star Wars gehen. Techno. Ich könnte Harvey Specter sagen, aber es wäre Mike. Unkonventionell, lustig und hat Spaß im Leben und an seinem Job. Warum ich in der FDP bin? Freiheit und Eigenverantwortung. Das klingt erstmal nur wie die Überschriften, aber das hat schon eine tiefere Bedeutung. Man ist selbstverantwortlich für das, was man tut. Man kann aber auch alleine entscheiden. Und deswegen ein inhaltliches Thema. Steuererleichterung. Das wird über der FDP zugeschrieben, aber es hat einen Grund. Weil es fair ist, dass wenn ich ranklotze und was davon habe, dass ich auch was davon übrig habe und der Staat mir nicht zu viel wegnimmt. Es ist anders, Vorsitzender einer Oppositionsfraktion zu sein als einer Regierungsfraktion. Ich war auch beide schon mal im Landtag. Ich war im Landtag mal Regierungsfraktionsvorsitzender und dann auch Oppositionsfraktionsvorsitzender. Und beides ist spannend. Ich finde, dieser Spruch,
Der wird ja Franz Müntefering zugeschrieben. Opposition ist Mist, finde ich Quatsch. Opposition ist super wichtig. Denn Regierung muss sich immer rechtfertigen. Und das muss man im Parlament, weil die Opposition einstellt. Aber gleichzeitig ist natürlich Regierungsfraktionsvorsitzender auch toll, weil man Dinge durchsetzen kann. Und das, was man in Oppositionszeiten vorgeschlagen hat, dass das dann auch wirklich kommt, wenn man es schafft, seine Partner zu überzeugen. Insofern unterschiedliche Disziplinen, aber beide spannend. Beides tolle Sportarten. Bei Ja, manchmal schaue ich auf TikTok. Und ich bin auch schon bei Katzenvideos hängen geblieben. Obwohl ich wirklich kein Katzenfreund bin, aber irgendwie. Nein, ich mag also nichts gegen Katzen. Ich habe ein Problem. Nein, ich will es erklären. Ich habe ein Problem. Ich habe eine wirklich brutale Katzenhaarallergie. In jedem Fall, TikTok ist super spannend. Es ist vor allen Dingen super populär. Natürlich, TikTok sehr umstritten ist auch politisch, keine Frage, das weiß ich. Nur es anderen zu überlassen, die dann ihre Meinung dort sagen, man selbst sagt seine Meinung dort nicht, wäre wahrscheinlich ein Fehler. Oh Gott. Nein, ich mag Katzen. Katzen sind super. Ich habe wirklich nichts gegen Katzen. Ich habe ja auch nichts gegen Tiger und habe trotzdem kein Zuhause. Naja, egal. Ich will mal ganz kurz sagen, unser Social Media Team ist fantastisch. Und alle, die das jetzt sehen. Wie meine Mutter. Es wird erst aufgegessen und dann gesprochen.